Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Der Tag nach dem Sturm hat diese Themen. Schnee und Sturm, Tiefburglind streift das Erzgebirge. Kicker und Helfer, Fußballturnier mit Sozialaspekt. Und Feste und Feiern, Rückblick auf Ortsjubiläum. Glück auf, gut, dass Sie wieder bei uns sind. Das war ja wieder ein recht stürmischer Tag. Tiefburglind hat uns ganz schön durchgerüttelt. Und dabei hatten wir durchaus Glück, denn uns hat der Orkan nur gestreift. Weitaus größere Schäden sind im Westen und Süden Deutschlands aufgetreten. Hier waren die Rettungskräfte im Dauereinsatz. In Frankreich wurde ein Mensch von einem Baum erschlagen. Außerdem saß rund eine Viertelmillion Menschen dort im Dunkeln. Der Strom war über Stunden, zum Teil auch noch die ganze Nacht ausgefallen. Wie es am Fichtelberg aussah, dazu hat uns André Merz diese Bilder geliefert. Da jagt man eigentlich keinen Hund vor die Tür. Heftige Sturmböen und Schneefälle haben im oberen Erzgebirge für örtlich massive Verwehungen und Verkehrsbehinderungen gesorgt. An der Grenze zu Tschechien in Oberwiesenthal wehte am 3. Januar der Orkan immer wieder Schnee auf die Fahrbahn. Binnen Minuten waren hier die Straßen mit Schnee zugeweht. Die Folgen: Touristen blieben mit ihren Autos im Schnee stecken. Ohne Allrad ging es hier nicht weiter. Doch man mag es kaum glauben, es gibt auch Fans eines solchen Wetters. Wir haben heute einen wunderschönen Tag erlebt, beginnend mit einem Fotoalbum, Himmel, blau, Sonnenschein, eine Wanderung nach Oberwiesenthal und zurück im Schneesturm. Das hat uns schon begeistert. Wir sind sehr froh, dass wir hier sein dürfen. War man einmal auf dem Fichtelberg angekommen, wehte einem ein eiskalter Orkan um die Ohren. Bänke und Schilder versanken hier in den Schneewehen, an Gegenständen bildete sich Eis. Nur wer unbedingt hinaus musste, trotzte dem Sturm. Der Winterdienst war hier im Dauereinsatz. Massive Schäden hatte der Sturm am Tag vor allem im Süden und Westen Deutschlands angerichtet. Das Erzgebirge hatte Tiefburglind nur gestreift. Kompetenz kann ich lernen, startet in eine neue Runde. Lecker, informativ und interessant werden die neuen Workshops sein, die über den Förderverein Jugend-, Kultur- und Sozialzentrum Aue e.V., der im Auer Bürgerhaus ansässig ist, angeboten werden. Dabei können Kinder ab 6 Jahren nach vorheriger Anmeldung für 50 Cent die Veranstaltung teilnehmen. Falls sich Papa und Mama oder Opa und Oma dafür interessieren, ist es auch möglich, dass sie mit angemeldet werden können. In den Workshops wird unter anderem Christine Popella von Popella Genusshandwerk am 9. Januar von 15 bis 17 Uhr in der Grundschule Albrecht Dürer mit den Kindern kochen und zeigen, wie wichtig und lecker gesunde Ernährung ist. Technikfans kommen auf ihre Kosten, wenn Peter Klinke von Help e.V. in der Repairwerkstatt tolle Möglichkeiten der Um- und Neugestaltung von technischen Geräten zeigt. Anmeldungen sind möglich bei Anja Bröder unter Telefon 03771 20 303. Am 1. Januar berichtete die Polizei Chemnitz über eine erhebliche Beschädigung eines Buswarterhäuschens in der Geierischen Straße im Ortsteil Jansbach. Entstanden ist die Beschädigung durch Zünden von Feuerwerkskörpern.
Der entstandene Gesamtschaden wird aktuell auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit könnte Sonntagnacht gegen etwa 22.45 Uhr gewesen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur genauen Tatzeit machen können oder Personen zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Annaberg unter Telefon 03733 880 entgegen. Es quietscht auf dem Hallenboden, das heißt, es wird ordentlich gekickt. Erzgebirgsmasters nennt sich das, was nun schon zum sechsten Mal in der Burkhardsdorfer Euroform Arena über die Bühne ging. 12 Mannschaften hatten sich angesagt, allesamt mit kreativen Namensschöpfungen, von den Chemoklos bis zu den Gesalbten. Erst einen Tag vorher hatten die Hauptorganisatoren Daniel Rösler und Manuel Krasse bei Facebook die Gruppen des Mannschaftsturniers ausgelost. Also wir kommen zur Auslösung des 6. Erzgebirgsmasters. Und jetzt schauen wir gleich mal an, was wir noch oben nicht durchmischen, dass auch keine Vermutung hier entstanden gehen. So. In der Gruppe A ist das Team Nummer 1, die Glass Beer Rangers aus Zwönitz. Jedes Jahr dabei gewesen, immer eine sehr gute Gruppe. Nach rund 4 Minuten standen die beiden Gruppen fest, sodass am 28. Dezember angepfiffen werden konnte. Bis in den Abend hinein ging es in der Halle ziemlich heiß her, jeweils im 15-Minuten-Takt. Sieger wurden, wie schon im Vorjahr, die Gesalbten aus Hohenstein-Ernsthal. Die hatten aber auch echte Prominenz mit an Bord. Sebastian Helbig, ehemaliger Bundesligaspieler in Köln und Cottbus, oder der aktuelle Trainer des VfC Plauen, Daniel Rupf, traten in der Mannschaft mit gegen den Ball. Klasse Vorrunden waren zu sehen, allerdings mussten sich die Titelverteidiger erstmal eingrooven. Auch beim Finalspiel, das lief anfangs auch nicht berauschend für die Gesalbten. Erst als Rupf in der zweiten Hälfte der Partie richtig auftrete, ging das Spiel mit einem Sieg für sie zu Ende. Rupf wurde darüber hinaus Torschützenkönig. Weil aber nicht nur Punkte zählen sollten, sondern auch soziale Aspekte im Vordergrund standen, wurde der 53-jährige und mit Abstand älteste Turnierteilnehmer Jens Nostitz zum Spieler der Herzen gekürt und Sven Keller mit dem Fairplay-Pokal ausgezeichnet. Die gesammelten Spenden, die am Ende zusammengekommen waren, immerhin stolze 1.700 Euro, gingen je zur Hälfte an den Verein Sonnenstrahl Dresden, der sich für krebskranke Kinder stark macht, und das Tierheim Waldfrieden in Stolberg. Die nächste Auflage der Erzgebirgsmasters ist auch schon geplant und soll erneut am 28. Dezember, diesmal aber 2018, stattfinden. Wer in der nächsten Zeit einem Rudel Dammwild in Großrückerswalde begegnet, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Tiere vom Wildgehege in der Schindelbacher Straße stammen. Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntag gegen 10 Uhr und Dienstag gegen 13 Uhr den Zaun des Dammwildgeheges durchtrennt. 35 Tiere gelangten so ins Freie. Sollten die Wildtiere nicht mehr eingefangen werden können, beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf rund 4.000 Euro. Ganze 6 Minuten eher hätte der kleine Erwin geboren werden müssen. Dann würde die Welt künftig mit ihm in den Geburtstag hineinfeiern. Termin war der 31.12., berichtete Mama Jeanette Laugner. Doch Erwin verschlief die Silvesterraketen und machte sich erst im Laufe des Neujahrestages auf den Weg. Kurz nach Mitternacht wurde er dann mit 3520 Gramm und 52 Zentimeter im Auer Helios Klinikum geboren. Insgesamt 629 Babys half das Team der Geburtshilfe rund um Chefarzt Andreas Süßer auf die Welt. Dabei hatten die Jungs ganz knapp die Nase vorn. 318 männliche und 311 weiblich Geborene zählt das Klinikum. Mit gerade einmal 1.100 Gramm kam dabei das leichteste Kind auf die Welt. 4.450 Gramm brachte das schwerste Kind auf die Waage. Die beliebten Infoabende für werdende Eltern werden auch 2018 fortgesetzt. Sie finden jeweils am 1. und 3. Dienstag im Monat ab 17.30 Uhr im Haus B, erste Etage des Helios-Klinikums Aue statt.
Anschließend an eine kurze Vorstellung und Gesprächsrunde können Kreißsaal und Geburtenstation besichtigt werden. Und heute schließen sich gleich die Veranstaltungstipps an. Berufliche Laufbahnen bei der Bundespolizei stehen am Dienstag um 16 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz im Mittelpunkt. In dieser ersten Informationsveranstaltung im neuen Jahr geht es unter anderem um Berufschancen und Einsatzmöglichkeiten und es werden die jeweiligen Zugangsvoraussetzungen vorgestellt. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Mit dem 10. Silberstrom-Familienbadetag eröffnen die Stadtwerke Schneeberg am Sonntag, dem 7. Januar, die Silberstrom-Event-Saison 2018. Das Dr. Kurt Geithner-Bad öffnet an diesem Tag von 8 bis 20 Uhr. Von 13 bis 17 Uhr steht ein abwechslungsreiches Kinderanimationsprogramm mit Spiel und Spaß auf dem Plan. Auch die Wasserwacht und der Schwimmverein sind zum 10. Mal wieder mit vor Ort. Veranstalten kleine Wettkämpfe, zeigen Vorführungen und informieren über Wissenswertes zum Thema Tauchen, Schwimmen und Reanimation. Das Tanztheater Tanco Piazzolla muss am Wochenende wegen Krankheit entfallen. Das teilte das Wintersteintheater mit. Stattdessen bringen die Landesbühnen Sachsen am Samstag und Sonntag mit Wolfgang Kohlhaases Fisch zu viert, eine der erfolgreichsten und rabenschwärzesten Kriminalkomödien nach Annaberg-Buchholz. Fisch zu viert ist eine der erfolgreichsten Kriminalkomödien und hat auch 40 Jahre nach ihrer Entstehung nichts an Tempo, Sprachwitz und Komik verloren. Der große DEFA-Autor Kohlhaase und seine Co-Autorin, die Hörspieldichterin Rita Zimmer, beweisen in diesem Komödienklassiker ein tolles Gespür für Boulevardrassanz mit Falltür in Richtung des gesellschaftlichen Leichenkellers, schrieb der Tagesspiegel über das Stück. Bei der Weihnachtsausstellung des Dates-Zentrums in Liechtenstein wurde noch im alten Jahr die 2000-Besucher-Marke geknackt. Die 16. Andere Länder, andere Krippenschau lädt noch bis 21. Januar ein, 112 Weihnachtskrippen aus 33 Ländern zu bestaunen. Darunter befinden sich kuriose Krippen aus Spraydosen aus dem afrikanischen Mali oder eine Korallenkrippe aus Sizilien. Es werden aber auch traditionelle Arbeiten gezeigt. So sind tschechische Kulichkrippen genauso vertreten wie polnische Volkskunst und peruanische Krippen aus Ton. Überhaupt ist Materialvielfalt ein großes Thema der diesjährigen Schau. Ob trocken gefilzt aus Lamawolle, geschnitzt, getöpfert oder als Origami-Variante, jeder Ausstellungsbesucher findet hier sein eigenes Highlight. Geöffnet hat die Sonderausstellung donnerstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Und jetzt wieder ein Rückblick auf das Jahr 2017. Im Juni feierte ein kleiner Ort, heute Ortsteil von Jahnsdorf, ein großes Fest. Quasi ganz Leukersdorf war auf den Beinen, um mit Gästen aus nah und fern auf das 575-jährige Gründungsjubiläum anzustoßen. Eine ganze Woche voller Programmpunkte und ein großer Festumzug zeigten, dass auch ein kleiner Ort eine große Leidenschaft besitzen kann. Ruhig und würdevoll. So begann eine ganze Festwoche im Jahnsdorfer Ortsteil Leukersdorf. Im Gottesdienst wurde deutlich, die Kirche ist ähnlich alt wie der gesamte Ort und darum auch guter Startpunkt für eine Festwoche. In dieser altehrwürdigen Kirche, in eurer Heimatkirche, seit etwa 1300 wird hier an dieser Stelle wohl kleiner vom Gebäude her Gottesdienst gefeiert. Und die romanische Pforte, Sie können sie sehen hier, als niedriger Ausgang in die Sakristei, zeugt aus dieser Zeit vor 1300, runder Türbogen. Oder vielleicht auch die Altarplatte, die heute so schön geschmückt ist, aus rheinischem Buntsandstein gearbeitet, kommt hier in unserem Erzgebirge nicht vor. Musik.
Am Sonntagnachmittag wurden zwei Ausstellungen im Haus der Hoffnung eröffnet. Eine davon war eine Wanderausstellung mit Schnitzkunst von Gottfried Reichel. Der Titel: Die Hütte. In Holz geschnitten, von Jesus inspiriert. Besucher konnten hier in die Welt des Holzes etwas tiefer eindringen, nachdenken, denn die Werke des Ausnahmekünstlers zeigen einmalige Lebenszeugnisse. Mit Aufbruch zur Mündigkeit gab es im Haus der Hoffnung aber auch noch eine zweite Ausstellung zu sehen. Dompfarrer im Ruhestand Dr. Edmund Käbisch hat damit das Thema christliches Handeln in der DDR aufgearbeitet. Der Montag stand zunächst ganz im Zeichen der Gewerbetreibenden. Man wollte den Leukersdorfern und ihren Gästen auch einmal die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen von Handwerksbetrieben zu sehen. Wie hier bei der Firma Blechbearbeitung John oder auch in der Bäckerei von Carla Seifert war dazu während des gesamten Tages, zum Teil schon ab 5 Uhr morgens, Gelegenheit. Mit dabei waren auch Nafabo, eine individuelle Wollspinnerei, Betten Schubert, Auto Fröschke, Gardinen Jupp, Autotechnik Weigel, Epesa und die Tischlerei Frank Rau. Als am Dienstag die Feuerwehr des Ortes zum evangelischen Gymnasium anrückte, waren die Schaulustigen bereits zur Stelle. Die Blauröcke hatten eine Schauübung vorbereitet und haben den Einwohnern und Gästen einmal gezeigt, was bei einem Löscheinsatz wirklich passiert. Unterstützt wurden sie durch die Kameraden der gesamten Gemeindefeuerwehr Jahnsdorf aus den beiden weiteren Ortsteilen Jahnsdorf und Pfaffenhain sowie von Kameraden der Feuerwehr Lugau mit der Drehleiter. In einem Büroraum der Schule war ein Feuer ausgebrochen. Durch den Rauch kamen 3 Personen nicht mehr rechtzeitig aus dem Gebäude und mussten zum Teil aus der obersten Etage gerettet werden. Mehr als 300 Besucher hatten sich für das Spektakel interessiert und belohnten die Arbeit der Einsatzkräfte mit einem kräftigen Applaus. Mittwoch war vor allem ein Tag für die Kinder und die kamen reichlich. Clown Sacco brachte die Jüngsten im Ort zum Staunen und zum Lachen. Bastelstraße, Schminken, Glücksrad und vieles mehr gab's dann auch draußen auf dem Gelände des evangelischen Gymnasiums in Leukersdorf. Gleichzeitig ermöglichten Lehrer und Schüler hier auch einen Einblick in ihre Lehr- und Lernwelten. Thank you.
Am Abend stellte Thomas Rups Unger gemeinsam mit seiner Band seinen neuen musikalischen Weg vor. Thomas Unger zog sich Mitte 2014 aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen aus der Band der Randfichten zurück. Der bekennende Christ und Vater des Nachwuchsmusikers Toni Kraus hatte mit Hilfe der Beziehung zum Glauben nach Angstzuständen und Panikattacken wieder zurück ins Leben gefunden und verarbeitet sein Erlebtes in seinem neuen musikalischen Schaffen. Das Festzelt, der Mittelpunkt des 575-jährigen Leukersdorfer Jubiläums, erlebte an fast allen Tagen einen enormen Besucherverkehr. Und da musste es nicht mal unbedingt ein Konzert geben. Emotionen waren gefragt. Und die gab es zum Klassentreffen der Generationen reichlich. Es war wie eine große Schulstunde, aber eben ohne Unterricht und, was damals eher verpönt war, mit ganz vielen Unterhaltungen. Die Veranstalter zählten rund 800 ehemalige Schüler der Leukersdorfer Schule. 800 Schüler, 800 Lebenswege, 800 Geschichten. Alle davon konnte man gar nicht anhören. Ein ganz großer Erfolg. Selbst hochbetagt und in wenigen Jahren die 100 vollendet, war der Weg ins große Klassenzimmer ein sehr angenehmer Pflichttermin. Gespräche, Erstaunen, Tränen und Freude. Für viele war es das erste Mal, dass sie sich nach Jahrzehnten seit dem Abschluss wieder getroffen haben. Denn manch einer hatte einen weiten Weg bis zum Fest. Selbst aus den Weiten Russlands oder Ungarns waren sie angereist. Und andere zog es noch weiter in die Welt hinaus, wussten die Ehemaligen zu berichten. Zu Ehren des Grundklassentreffens, hoch, legt an! Schützen geht, Feuer! Bello, Feuer! Kanone frei, Feuer! Den Festakt zum Dorfjubiläum haben die Leukersdorfer nicht an den Anfang ihrer Festwoche gestellt, sondern an deren Ende. Am 17. Juni begrüßte Bürgermeister Albrecht Spindler darum die geladenen Ehrengäste im großen Festzelt, eingestimmt von einer Abordnung der Oelsnitzer Blasmusikanten. Fröhliche Rhythmen der Leindänzer aus Oelsnitz, die übrigens zum PSV Schwarzenberg gehören. Und genauso fröhlich überreichte Bürgermeister Albrecht Spindler auch den Preis für verdienstvolle Leistungen für das Gemeinwohl. Der geht diesmal an den evangelischen Schulverein Leukersdorf e.V., der es verstanden hat, ein damals dem Verfall preisgegebenes Schulgebäude in ein modernes, privates Gymnasium zu verwandeln. Am Abend schon ein kleiner Abschied mit einem kleinen Feuerwerk auf dem Schneckenberg. Ursprünglich war das auf dem Sportplatz neben dem Festzelt geplant, aber dort hatten sich Störche niedergelassen. Der große Abschied kam dann am Sonntag.
Noch einmal hatte sich das Dorf aufgemacht, um am großen Festumzug mit über 50 Bildern teilzunehmen. ...575 Jahre Leukersdorf. Es war ein gigantisches Fest. Vor allen Organisatoren kann man eigentlich nur den Hut ziehen. Und das war RTV-Kompakt am Donnerstag. Gleich noch die Tagesbilder mit dem Wetter und auch Bildern, die aus dem vergangenen Jahr stammen. Noch mehr von uns gibt es auf rtv.de. Und wir sind morgen wieder für Sie da, wie immer ab 20 Uhr und dann zu jeder vollen geraden Stunde. Ihnen einen schönen Abend. Glück auf!